XGP. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich hatte mal Bock auf ein Motocross, weil ich finde es einfach geil. Und da habe ich mich bei Steam ein bisschen umgeschaut und das einzige, was ich gefunden habe, war MXGP. Habe ich mir mal die Demo gesaugt und ich dachte mir jetzt einfach mal, ich nehme euch mal auf die erste Runde mit. Wenn ich das mal kurz teste hier und mal gucken, was uns so erwartet. Ich kann eigentlich hier nicht viel wählen, da es ja eine Demo ist, ist ja klar. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung von den Strecken oder von den Fahrern oder so. Ich hatte einfach mal wieder Bock auf ein bisschen Motocross. Und ja, mal gucken. Starten wir mal das Rennen. Ich spiele mit dem PlayStation 3 Controller. Ach, das sind ja echte Bilder. Sehr geil, sehr geil. Metally Basin. Ja gut, gucken wir mal, was uns erwartet. Ich weiß nicht wirklich, wie schwierig das Spiel ist. Ich habe es wirklich nur kurz angetestet. Ich habe keine einzelne Runde gefahren. Um zu gucken, ob die Aufnahme auch passt und so. Und es hat alles gepasst. Aber jetzt für das richtige, offizielle Großrennen nehme ich euch natürlich mit. Hier noch kurz mit dem Mechaniker alles abchecken. Und wir sind am Start. So, wir sind hier die 222. Und go! Start schon mal sehr gut weggekommen. Müssen wir gucken, dass wir hier nicht zu viele Plätze verlieren. Verdammt. So. Ist halt Motocross, ne? Ist ein bisschen durcheinander am Anfang. Aber es wird sich dann schon legen, wo, wenn wir ein bisschen gefahren sind und die Fahrer sich ein bisschen verteilen auf dem Feld. Es wird auch sicherlich Stürze geben. Oh shit. Hier zum Beispiel. Ja, ich sollte das nächste Mal ein bisschen üben, bevor ich ein Video drehe. Oder hier das Spiel aufnehme. Aber irgendwie ist es doch am geilsten. Dankeschön. Irgendwie ist es doch am geilsten, beim ersten Versuch dabei zu sein. Weil einem richtigen Pro, ja, ist es zwar auch witzig zuzuschauen, aber irgendwie macht das doch mehr Spaß, Leuten beim Failen zuzusehen. Von daher, ich fahre hier aber gerade hier wirklich schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So, gucken wir mal. Wir sind Platz 8 von 16. Und ich denke, wenn ich mich ein bisschen konzentrieren würde, dann wird das schon besser funktionieren. Aber was soll's. Ich denke mal, ein paar Plätze werden wir schon noch gut machen. Oh, ein Sturz. Ist das richtig gesehen? Ich bin, glaube ich, über den anderen drüber gefahren oder so. Scheiße. So, egal, wir sind Fünfter. Ich weiß gar nicht, ob es... Ich denke, es ist auf leicht eingestellt, aber ich weiß nicht. So, wieder ein Platz. Sehr nice. Langsam habe ich die Steuerung ein bisschen drin. Oh, shit. Yeah. So, Vierter. Wir sind erst in der zweiten Runde. Das heißt, wir haben noch sehr gute Chancen, hier was zu reißen. Weil der Dritte haben wir soeben überholt. Piss dich, Alter. Sehr gut. So. Können wir nur hoffen, dass der nicht zurückschlägt. Aber ich denke mal, das sollten wir... Oh, oh no. Ah, danke schön. Scheiße, jetzt haben wir den Platz verloren. Das geht natürlich gar nicht, ne? Jetzt müssen wir natürlich sofort wieder hier angreifen. Shit. Das Handling... Ah! Das Handling von dem Motorrad ist sehr geil, muss ich echt sagen. Es lässt sich gut lenken hier. Es ist einigermaßen gut zu kontrollieren.
Aber die anderen Fahrer sind auch nicht gerade langsam unterwegs hier. Sollte doch möglich sein, jetzt vorbeifliegen. Nee, nee, nee. Scheiße, reicht noch nicht. Also Dritter sollten wir mindestens schon werden, ne? Okay, wir haben noch eine Runde. Typen hier mal ein bisschen abdrängen. So. Zweiter und der Erste ist nicht mehr weit von mir entfernt. Oh shit, oh shit, oh shit. So. Zweiter. Komm schon, komm schon. Lass mich vorbei, du Bastard. Sehr nice, sehr nice. Der Erste. Shit. Nein, 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 nein. So, der Erste holen wir jetzt auch noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Fuck. Oh shit. So, komm, 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 komm. Yeah, wir sind innen und vorbei. Wir sind Erster, Leute. Wir sind Erster, verdammt nochmal. Geil ist das denn? Das erste Rennen und wir sind Erster. Oh, 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 shit. Buckelpiste hier. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch heimtragen, ne? So, komm schon, komm schon, komm schon. Und hoppala. Nein, 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 nein. Sehr gut. Die Kurve ein bisschen weit außen genommen. So. Bye, bye. Und ich würde sagen... Ah, ist gar noch nicht das Ziel hier. Scheiße. Oh, oh. Nee, 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 nee. Hui, das war knapp. Einfach keine Scheiße mehr bauen hier kurz vor Ende. Vorne ist das Ziel. So. Und ich würde sagen, wir haben das Ding nach Hause gefahren. Yeah. Wie geil ist das denn, Leute? Wie verdammt nochmal geil ist das denn? Ja, hier sehen wir noch kurz das Replay. Und ich muss echt sagen, das Spiel ist zwar schon ein bisschen älter, ist glaube ich von März oder Mai 2014. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber ich muss echt sagen, macht Spaß. Ich habe was, ja, irgendwie Motocross gesucht im Steam. Und es ist leider das Neueste, das es gibt. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, saugst du dir das runter? Und hier im Replay, ganz schön, ganz geil. Saugst du dir das Teil runter und testest es mal aus. Habe ich mir die Demo gesaugt. Das Spiel kostet, glaube ich, 16 Euro oder 19 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich muss mir das echt überlegen, das Ding mal zu saugen. Gut, ich würde sagen, ich lasse jetzt hier noch ein paar Minuten das Replay laufen. Oder ein paar Sekunden. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen oder abonniert mich. Und wenn ihr sonst irgendwelche guten Games wisst, die ich mal antesten kann oder soll, ihr wisst ja mittlerweile etwa, was ich so ungefähr spiele, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Jay und ciao! Daumen nach oben, abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, daher bis zum nächsten Mal und ciao! Ah!